Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Loons Tower Defense 6. Gestern im Video habe ich schon vermehrt darüber geredet, was wir heute machen. Und ihr habt es auch schon im Titel gesehen. Heute im Video werden wir bis Runde 100 kommen, ohne dabei einen einzigen Affen zu verbessern. Das ist eine Reihe. Die habe ich schon vor einem Jahr gestartet. Damals habe ich angefangen, nur mit Stufe 3 Affen Runde 100 zu schaffen. Easy. Nur mit Stufe 2 Affen Runde 100 zu schaffen. Ging auch noch, aber war easy. Nur noch mit Stufe 1 Affen Runde 100 zu schaffen. War sehr, sehr schwer, da musste ich einen Helden dazu nehmen. Und seitdem will ich es einmal schaffen, Runde 100, nur mit Stufe 0 Affen zu schaffen. Das heißt, ich platziere Affen. Ich skill die nicht ein einziges Mal und schaffe es mit denen, Runde 100 zu zerstören. Dafür mache ich übrigens auch den doppelten Geldmodus aus, denn das muss definitiv eine Challenge sein. Und ich habe das vorher immer mit Churchill versucht. Und das Problem dabei ist, Churchill war nicht stark genug. Den hat es so ein bisschen zum Ende gefehlt. Und wenn dann die DDTs ankamen, war einfach Schicht im Schacht. Aber Saouda ist ja nochmal eine Ecke stärker als Churchill und ich habe tatsächlich eine große Hoffnung, dass wir es vielleicht hinkriegen jetzt, ohne einen einzigen Affen zu skillen, Runde 100 zu zerstören. Ich will sie so positionieren, dass sie halt Moabs und so weiter wirklich fast immer angreifen kann, sobald sie nach da unten kommen. Und ja, die Taktik dafür habe ich ja im Grunde auch schon damals rausgefunden. Ich denke, das ist dieselbe Taktik wie mit den Level 1 Affen, nämlich Sniper. Die Sniper sind halt sehr, sehr gut, weil die Sniper haben globale Reichweite. Das heißt, die Sniper kann ich einfach stacken. Ich kann jetzt hier auf die Map, ich werde hier auf der Map, irgendwie 100 Sniper raushauen und, oder sogar mehr, und die werden das dann zerstören. Nur um dahin zu kommen, werde ich wahrscheinlich vorher noch eine Bananenplantage abwerfen. Beziehungsweise nicht nur eine, ich werde einige Bananenplantagen machen, dass wir ordentlich Geld aufbauen. Ich darf die nicht skillen, weshalb die sehr, sehr langsam nur Geld machen. Wir müssen überlegen, eine Bananenplantage kostet 1000. Ich glaube, wir machen aber so 120 pro Runde, ne? 80, wir machen 80 pro Runde. Ja, das dauert ein bisschen. Das heißt, wenn ich eine Plantage platziere, müssen wir erstmal warten für eine ganze lange Zeit, bis die sich überhaupt wieder refinanziert hat. Und danach musst du halt noch Gewinn machen. Saouda kriegt aber erstmal das meiste hin. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir es jetzt hinkriegen, mit ungeskillten Affen das zu schaffen. Also, wie gesagt, das ist ein Wunsch von mir seit über ein Jahr. Ich glaube, am irgendwie 3. April oder so habe ich das versucht. Und wenn wir das hinkriegen sollten, wäre das halt komplett krank. Ich muss aber übrigens für Runde 28 hier kurz mal ein paar Alchemisten auch hinhauen. So, weil in Runde 28 kommen Bleiballons. Und Saouda kann alles killen, bis auf Bleiballons. Saouda kann erst Bleiballons killen, wenn sie Level 13 ist. Ich verpeile das immer, aber sie muss Level 13 sein, dann kann sie allen Ballonschaden machen. Deswegen werde ich vorher wahrscheinlich ein paar Alchemisten spammen, damit wir da ein bisschen Safety haben. Aber natürlich auch hier die Plantagen. Wie gesagt, Geld ist da super, super wichtig, deswegen hauen wir die mal einfach raus. So, die werden wir auch verkaufen zum Ende, aber erstmal natürlich raushauen. So, ich mache noch einen Alchemist, ich mache die mal nach ganz vorne. Falls ihr übrigens neu seid, habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch mal sehr gerne ein Abo da lassen, wenn nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Und mit einem Abo könnt ihr natürlich meinen Kanal sehr unterstützen. Wir machen mal, ich versuche den Pixel zu finden, da, dankeschön. Machen wir das dahin, wir machen mal das dahin, dahin und dahin. So, die Bleiballons haben wir eben schon gekillt in Runde 28, das war schon mal nicht verkehrt. Ich weiß aber nicht, ob das ausreicht mit 4 Alchemisten, kann sein, dass wir mehr brauchen. Weil Saouda ist erstmal Level 6, das dauert eine ganze Zeit. Runde 36 ist übrigens eine schwere Runde, ich bin gespannt, wie wir das kaputt kriegen. Da muss ich wahrscheinlich einen Sprung aktivieren, ich mache so früh es geht, so. Dann ist die Klinge im Boden, erste Welle kaputt, zweite Welle kaputt, dritte Welle kaputt, okay, es geht klar. Wichtig bei Saouda ist übrigens, wie gesagt, die Positionierung, weil von da, sie hat eine sehr gute Reichweite und kann sehr viel auf einmal angreifen. Und das Geld sieht sehr gut aus. Die ungeskillten Sniper sind halt nicht so teuer. Das kostet halt 135. Das ist halt nichts. 185 ist gar nichts, aber trotzdem. Bisschen Safety sollte ich schon raushauen. Ich hau jetzt mal nah an die Strecke noch mehr von den Alchemisten. Nur für die Safety. 140 40 wird eliminiert. Dankeschön. Okay, Runde 40 hätten wir geschafft. Und da ich echt nicht weiß, wie viele Sniper wir platzieren werden, mache ich mal noch eine Plantage. Es wirkt vielleicht jetzt nach zu viel. Aber ganz ehrlich, wir werden hier halt richtig viele Sniper hinhauen. Falls ihr jetzt übrigens sagt, Bardo, du musst diesen Affen und diesen Affen positionieren, das ist auch sehr, sehr stark. Nee, muss ich nicht. Ich habe wirklich, wie gesagt, ich habe alles probiert. Das Stärkste ist wirklich Alchemist, Sniper und Hoffen. Der Superaffe ist in Ordnung, der kann auch gut Schaden machen,
aber der kann ja Blei nicht angreifen, der kann Tarballons nicht angreifen. Also bringt mir das auch nicht so richtig viel. Auf Stufe 1 ist der Superaffe im Grunde nur ein stärkerer Wurfballaffe. Das bringt mir jetzt auch nicht so richtig viel. So, Sauda Level 8, sie levelt halt sehr, sehr langsam. Kann sein, dass ich damit Geld nachhelfen muss. Ich weiß noch nicht, ob das fair ist und erlaubt ist. Nach meinen eigenen Regeln. Aber ich glaube, ich muss das machen. Da bin ich mir unsicher. Da bin ich mir sehr unsicher. Gute ist ja mein Sniper auf Stufe 1. Der konnte Bleibalons angreifen und der konnte Tarballons angreifen. Das war eine sehr, sehr gute Kombo. Aber seit dem letzten Update, seit dem vorletzten Update, hat der Sniper ungeskillten Buff gekriegt und greift ein bisschen schneller an und ist ein bisschen stärker seitdem. Und deswegen ist der Sniper ein bisschen nützlicher für so eine Challenge. Das macht es natürlich nochmal ein bisschen leichter für mich. Ich hau den nochmal überall raus. So, da ist ein Pixel irgendwo. Ich finde den nur nicht. Da, gefunden. Sauda macht jetzt den großen Schaden und die Sniper machen so ein bisschen. Wir haben gerade 50.000. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel. Ich glaube, ich übertreibe es gerade ein bisschen mit dem Geld. Ich muss das wahrscheinlich eine Fähigkeit aktivieren, weil da ist so eine Bleikacke und das kriegen wir nur mit der Fähigkeit weg. Wenn sie Level 13, hätten wir es auch so hingekriegt, aber es ging jetzt nicht. Deswegen müssen wir das mit der Fähigkeit machen. Hat jetzt genau gepasst. Es war unsichtbare Bleikacke. In Runde 59 kommt unsichtbare Bleikacke und das ging dann halt nicht. Das konnten die Alchemisten nicht angreifen. Und die sind alle ungeskillt. Da ist nicht eine einzige geskillte Einheit auf dem Feld. Runde 63. Ich mach mal den Sprung. Ja, okay. Runde 63 ist eine schwere Runde. Aber wenn man die erste Welle abgewehrt kriegt, kriegt man auch die zweite abgewehrt, die dritte abgewehrt. Das kommt weit. Aber wir mussten die Fähigkeit nicht mehr aktivieren. Sehr, sehr entspannt. Sprung. Wenn ich übrigens den Sprung mit den Schwertern richtig time, dann ist sie genau in der Mitte. Weil ich glaube, wenn der Sprung genau da ist, ist das so gut von der Position, weil dann treffe ich ja alles. Also die Schwerte treffen wir dann. Vier Wege auf einmal quasi. Aber nee, wir sind erstmal am Start. Sauda ist Level 10, fast Level 11. Die sollen auch nicht viel machen, die Sniper. Es reicht mir, wenn jeder von den Snipern am Ende des Tages 300 Schaden macht. Das würde mir reichen. Wäre ich schon stolz. Und ja, wenn man was weit kommen sollte, habe ich hier die Level 10 Fähigkeit, mit der ich mich retten kann. Wir haben die Level 3 Fähigkeit, mit der ich mich retten kann. Also wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten. Und machen wir das so. Mehr Sniper. U-Boot ist ungeskillt, jetzt nicht so verkehrt. Aber halt auch nur gegen Kleinvieh und ist dann ja auch egal. Wir haben jetzt so die Hälfte des Feldes voll mit Snipern. Wir sind mit Sauda auf Level 12. Stand jetzt killen wir alles relativ locker. Die Sniper machen so 1000 Schaden, ist gut, 1000 Schaden, das ist gut, die Sniper machen ihren Schaden und Sauda macht auch ihren Schaden und es läuft bis jetzt einigermaßen in Ordnung. Auch die Alchemisten da vorne machen auch einen guten Job. Runde 76 kommt viel Keramikkacke. Aber es müsste auch so kaputt gehen, ohne viel Hackmack, oder? Ja, wir müssen die Fähigkeit aktivieren, oder? Ja. Gut. Rennen wir. Das war Buggy. Das war Buggy. Sie hat abgebrochen, über die Map zu rennen. Wir tappen nochmal kurz raus und wieder rein. Gut, dann rennen wir jetzt erstmal so. Springen jetzt nochmal über die Map, so. Ja, siehst du, wenn sie halt richtig läuft, easy, kein Problem. Unter dem Video, wo ich das mit Level 1 versucht habe, habe ich auch ein paar interessante Kommentare gekriegt, wo Leute gesagt haben, Bardor, du musst das mit Etienne und das versuchen. Und die Antwort darauf ist meistens, nee, das klappt nicht. Das klappt nicht. Weil auch wenn Etienne die Fähigkeit gibt, Tarnballons anzugreifen, du musst ja Tarnballons und Bleiballons angreifen können. Und das ist nicht immer unbedingt die stärkste Kombination. Und das reicht bei den meisten nicht, weil ganz vielen fehlt auch dann der Angriffsspeed und so. Ich habe es auch versucht mit Etienne und Kanonen und so weiter. Level 0 geht, glaube ich, jetzt nur mit Sauda. Vorher ging das nicht. Das ist einfach so. So. War klar. Geht auch klar. Geht auch klar. Geht auch klar. Ja. Vieles ist auch einfach Taktik. Also, wenn man die richtige Taktik hat von den Fähigkeiten, geht das schon. Aber sie levelt halt gerade echt nicht schnell genug, Mann. Runde 80 haben wir gelasert. Sauda hat nicht mal angreifen müssen, Runde 80 kaputt zu machen. Wir müssen alles rausgehauen. Ich kann bestimmt noch Pixel finden, wo ich noch einen Sniper raushauen kann. Aber ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich alles rausgehauen, was wir rausholen konnten. Sauda müsste hier irgendwo stehen, ne? Wo ist sie? Da? 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 Da. Level 15, fast Level 16. Ah, sie wird halt so Level 17 sein zum Ende. Das reicht nicht. Ich muss Stufen freischalten oder Kräfte aktivieren. Ansonsten kriegen wir es, glaube ich, nicht hin. Ich habe keinen einzigen Affen geskillt. Aber ich glaube, Sauda so, vielleicht wenn sie jetzt gleich Level 17 ist, vielleicht wird das dann nochmal ein bisschen leicht. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht komfortabel mit Sauda gerade, so wie sie kämpft. So, ganz viele Zoms, das ist kein Problem. Die Sniper machen ja ihren Job. Wie viel Schaden hast du gemacht? 2000. Ist okay, es reicht mir, das reicht mir. Mehr müsst ihr auch nicht machen, ihr macht das schon einen guten Job.
So, leider nicht Level 17. Das würde uns vielleicht nochmal helfen für Runde 93. Jetzt kommen auch nochmal DDTs und da müssen wir echt gucken, wie wir das kaputt kriegen können. So. Nochmal den Dash. So. So kriegen wir es kaputt. Kriegen wir auch die Keramik dann unten kaputt? Nope. Nope, kriegen wir nicht. Nee, Leute, Leute, es hilft nicht. Ich mach's mal mit Kräften jetzt. Ich meine, wenn ich sie verbessere, ich habe ja dann keine Einheit verbessert. Das ist ja einfach ein Held, nicht? Es ist ja was ganz anderes. Aber trotzdem, ich will's nochmal versuchen. Jetzt mit Kräften. So, wir machen die mal langsam. Wir machen uns mal schnell. So, come on. Reicht das? Ja, es funktioniert. Das funktioniert. Kräfte funktionieren. Okay, gut. Das ist noch okay. Ist für mich akzeptabel. Okay, komm. Wir ballern sie mal kurz auf Level 20. Zack, zack, zack. Und jetzt kann ich gar nicht mehr so viel tun. Ich habe das hinausgezögert, so weit wie es ging. Aber in Runde 95, es war klar, irgendwann müssen wir Saouda ein paar Level kaufen, weil sie levelt leider zu langsam. Das ist ein bisschen eklig. Wenn ihr jetzt mal guckt, keiner dieser Einheiten hier ist geskillt. Das sind alles Level 0 Einheiten. Level 0, Level 0, Level 0, Level 0. Ich hoffe es. Wir haben immer noch die Möglichkeit, dann Kräfte zu aktivieren. Sieht erstmal nicht schlecht aus. Saouda lasert das weg. Saouda lasert das weg. Okay. Wenn Saouda Level 20 ist, kriegen wir das easy hin. Okay. Churchill war übrigens auch, glaube ich, Level 20, als wir es damals gemacht haben. Also ist jetzt im Grunde dasselbe Verhältnis wie damals. Im Grunde alles gleich. Okay. Ich weiß nur, dass es Leute stören wird, dass ich einen Helden benutze. Es geht ohne Held halt überhaupt nicht. Ich weiß, dass es Leute stören wird, dass ich Saouda auf die maximale Stufe hochgepusht habe. Aber es geht halt auch nicht anders. Und deswegen machen wir es jetzt einfach so. Runde 97 und 98 wird, glaube ich, recht easy. Ich glaube, Runde 99 mit den gepanzerten DDTs wird nochmal schwer. Runde 98, eigentlich die schwerste Runde, kommt jetzt. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So, Sprung so früh, wie es geht. Zack. Okay. Mein Sniper, macht euren Job. Macht euren Job. Dafür seid ihr hier. Dass ihr alle so 3000 Schaden macht am Ende. Okay. Sieht gut aus. Sprung mit dem Schwert nochmal. Sieht gut aus. Da kommt jetzt gleich ein bisschen viel auf einmal, aber wir können mal hier einen Sprung machen mit dem Schwert. Die Zombs müssen weggehen, die müssen weg, die müssen weg, die müssen weg. Okay, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Okay, gut, hätten wir es auch geschafft. Gut, Runde 99. Ich mach mal das so, dass dieser Diamond... Ja, ja, kommt einer durch, oder? Nope, der wurde kaputt gemacht, okay. Runde 100, Dankeschön. Und, hallo, spring an, Dankeschön. Und dann sollten wir jetzt eliminieren und ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Es ging damals nicht. Ich hätte auch gedacht, dass es halt tatsächlich überhaupt nicht geht, dass man Kräfte raushauen muss, aber nee, musst du nicht. Du musst einen guten Helden haben, der overpowered ist und dann kannst du, ohne einen einzigen Affen zu skillen, Runde 100 schaffen. Das war sehr, sehr, sehr entspannt. Ich weiß damals, um das zu schaffen, ich musste mit Churchill so richtig komische Mikrotaktiken machen, wo Churchill dann stärkster wechselt, nah wechselt, letzter wechselt und so. Ich weiß, dass es sehr fummelig war, aber das war so sehr, sehr gut und sehr, sehr entspannt. Danke, Saouda, dass du so broken und so overpowered bist. Hätte ich jetzt nicht Saouda verbessert, sondern die Kräfte rausgehauen, hätte ich es wahrscheinlich auch geschafft. Aber das ist dann ja irgendwann einfach nur noch Geldverschwendung. Wenn du halt die ganze Zeit Zeitstopp dir kaufen musst und Affenboost dir kaufen musst, weil das kostet ja auch Kohle. Und ja, ich bin schon zufrieden, so wie wir das gemacht haben. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid und Ideen habt, was ich machen soll, könnt ihr mal ein Abo da lassen und in die Kommentare euren Vorschlag schreiben. Und dann sehen wir uns dann aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.